Ach da. Ach so, okay. Ja, ich hab's verwechselt. Aber sie brauchte das Ding trotzdem. Davon ganz abgesehen. So. Würde ich sagen, schalten wir einmal das eine Gebiet da drin frei. Und möchte einmal nochmal meine Garderobe ändern. Dieses Outfit. Aber dazu müsste die Frisur eine andere sein. Ich will nämlich die Krone tragen. So. Was? Wenn du mir jetzt drauf noch erklärst, auf was du wartest. Da bist du ja. Das ist immer wieder das gleiche wiederholt. Muss ich den jetzt verstehen? Ja. Ach, Hybrid. Verwirrung, Verwirrung. Ja, ich glaube auch. Auf einer anderen Seite dieser Tür wirst du ein Land mit Fjorden und Wiesen sowie eine sehr mächtige Frau finden, die Fähigkeit hat, Eis und Schnee zu kontrollieren. Benutze dein Dreamlight, um den Weg dorthin zu öffnen. Juhu, geht zu Elsa. Bravo, du hast das Reich von die Eiskönigin völlig unverfroren geöffnet. Ich hätte es selbst nicht besser hin. Whee! Ah nee, Anna, okay. Da schalten wir Anna und Elsa wahrscheinlich frei. Oh mein Gott. Das schöne Kleid. Oh Gott, ich will das Kleid haben. Weißt du, statt uns um die Hauptstory zu kümmern, nein, wir kümmern uns darum. Hi. Oh, hallo. Okay, denk nach, Anna. Denk nach. Oh. Du kannst die Lösung finden. Du schaffst das. Oh, hey, da ist ja jemand. Ich meine natürlich, bist du auch jemand? Es ist nur so, dass ich. Ach egal. Glaubst du, dass du mir bei etwas helfen könntest? Meine Schwester ist irgendwo in diesem Wald und falls du es noch nicht bemerkt hast, alles steht gerade irgendwie in Brand. Was ist das für ein Ort? Das ist der Zauberwald. Normalerweise leben die Naturgeister hier in Frieden. Aber irgendetwas hat sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Meine Schwester Elsa ging der Sache auf den Grund, aber sie ist so nicht zurückgekommen. Ich habe überall nach ihr gesucht und jetzt versperrt mir all dieses Feuer den Weg. Mach dir keine Sorgen, ich werde sie finden. Wir müssen nur zusammenarbeiten. Du hast recht, dieses Problem ist zu groß, um von irgendeinem von uns allein gelöst zu werden. Wie kann ich helfen? Ich kann etwas zaubern. Vielleicht kann ich helfen zu lösen, was hier vor sich geht. Das wäre super. Wir müssen einen Weg finden, die Naturgeister zu beruhigen. Wir sollten wahrscheinlich mit Bruni dem Feuergeist anfangen, damit nicht der ganze Wald abbrennt. Und wie beruhigt man Feuer? Nun, zuerst müssen wir ihn finden. Bruni sieht aus wie ein süßer kleiner Salamander und er ist wirklich schüchtern. Ich bin mir sicher, dass er all diese Probleme nicht verursachen wollte. Wahrscheinlich hat er nur Angst. Okay, lass uns herausfinden. Alles klar, es gibt nur ein kleines Problem. Bruni ist irgendwo tief im Wald und all diese Feuer versperren den Weg. Wir müssen einen Weg finden, sie zu löschen.
Keine Sorge, mit meiner magischen Gießkanne sollte es klappen. Das muss man sich immer vorstellen. Mit meiner magischen Gießkanne. Magische Gieß? Okay, ich vertraue dir einfach. Oh, und hier. Elsa hat mir diesen feuerfesten Handschuh gegeben, damit wir Bruni halten können und uns nicht verbrennen. No. Also, ich bin bereit. Wann immer du willst, lass uns all dieses Feuer beseitigen und einen Feuergeist finden. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? Ja. Also, meine magische Gießkanne. Ich habe Fragen. Oh. Mobiliar. Eine hölzerne Spüle. Okay. Huch, das war etwas zu weit weg. Knoblauch. Da komme ich nicht durch. Aufgaben. Kann ich dann tatsächlich nicht löschen. So, in 3 Jahren sind wir fertig mit Löschen. Das kann ich tatsächlich nicht löschen. Vom Fang Bruni. Ich habe Bruni noch nicht mal entdeckt. Da. Irgendwo da vor mir. Ich hab Bruni gefangen. Okay, und was ist hier drin? Ein Miniatur-Schneeschloss. Oh mein Gott, wie hübsch. Okay, ich liebe sowas. Ich hasse Schnee, aber das ist mega cute. Das ist halt echt einfach mega cute.
Wow, du hast echt Talent. Bruni wirkt so glücklich und ruhig. Ich nehme mal an, du hast meine Schwester nirgendwo gesehen? Leider nicht. Das ist schon in Ordnung. Ich schätze, wir müssen einfach tiefer in den Wald gehen. Es gibt nur ein kleines Problem. Ein riesiger Erdriese versperrt den Weg. Ein Erdriese? Ja, folge mir. Ich werde ihn dir zeigen. Vielen Dank. Ich hätte gerne die Frisur von ihr. Ich bin einfach mal größer als sie. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Siehst du, was ich meine? Dieser Erdriese ist dort drüben eingeschlafen und blockiert jetzt den Weg. Wir müssen ihn aufwecken, aber wir müssen vorsichtig sein. Erdriesen können ein bisschen mürrisch sein. Was ich total verstehe. Frag einfach meine Schwester. Ich bin kein Morgenmensch. Ich auch nicht. Wirklich nicht. Ich bin immer bereit, den Tag zu nutzen. Nein, wirklich nicht. Oh, ich kann jetzt schon wieder ins Bett gehen. Ja, das untere trifft mich halt einfach so 1000%. Ohne Witz. Wenn ich mich jetzt hinlegen würde, ich könnte einfach direkt weiter pennen. Was? Oh. Mach noch kein Nickerchen. Wir haben einen Wald zu retten. Wir haben also eine vermisste Schwester und einen schlummernden Erdriesen. Wie wecken wir dieses Ding auf? Gar nicht. Nun, es gibt eine Sache, die mich immer sofort aufweckt. Der Geruch von Essen. Essen Erdriesen überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn wir etwas herstellen, das stark genug riecht, um seine Aufmerksamkeit zu erringen, spielt das vielleicht keine Rolle, mal sehen. Oh, wir können etwas zubereiten, was Elsa und ich gemacht haben, als wir klein waren. Steinsuppe. In sonnigen Tagen gab uns der Gärtner die Zutaten. Wir taten so, als würden wir für das ganze Königreich kochen. Wir brauchen ein paar raue Felsen und eine Brühe aus Oregano und Basilikum. Der Geruch davon sollte unseren riesigen Freundendruck Zucker aufwecken. Mhm. Wenn wir uns hier umsehen, werden wir sicher genau die richtigen rauen Felsen finden. Wir müssen allerdings woanders suchen, um den Rest der Zutaten zu finden. Sobald wir die Zutaten haben, können wir die Steinsuppe kochen und sie auf den Steinhaufen am Fuß des Erdriesens legen. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? Such den Boden nach. Ja. Okay. Ja, hier gibt es leider nur Knoblauch. Aber für den Rest müssten wir einmal wieder zurück. Obwohl ich es hier hätte. Aber das sieht leider nicht. Wie ich das Spiel kenne. Oregano. Vorher noch Basilikum. Das war's nicht, ne? Ne. Basilikum. Ich frage mich, was das werden soll. Koche eine Steinsuppe mit rauen Felsen, Basilikum und Oregano. Was soll das werden? Das kommt aber hoffentlich nicht ins Rezeptbuch, oder? Mal gucken. Thank you.
Oh, Fels. Basilikum. Oregano. Wie? Die muss ich jetzt tatsächlich noch mitführen, oder was? Hä? Kohleerz habe ich doch. Ach so. Okay. Wir wollen alle drei haben. Ich verstehe. Okay. Das Cäsar-Rezept. WTF. Ich kann nicht deine Suppe von hier aus riechen. Ich möchte mich fast drüber schleichen und ein bisschen probieren. Lieber nicht. Natürlich, das wäre albern. Aber es macht irgendwie Spaß, so zu tun. Außerdem gefällt es dem Erdriesen vielleicht nicht, dass wir seine Suppe probieren. Hey, hörst du dieses Gepolter? Der Erdriese wacht langsam auf. Schnell, wir müssen uns verstecken. Wir sind nicht versteckt. Okay. Puh, es hat funktioniert. Der Erdriese ist aufgewacht und gegangen. Der Weg ist allerdings immer noch versperrt, da der Boden voller Löcher und Felsen ist. Keine Sorge, ich habe eine magische Spitzhacke und eine magische Schaufel, die wir benutzen können. Moment mal. Moment. Also hast du neben einer magischen Giftkanne auch eine magische Spitzhacke und eine magische Schaufel? Was wirst du als nächstes verwenden? Eine magische Angelrute? Also, ja. Wow, okay, vielleicht kannst du mir später von deinen anderen magischen Gegenständen erzählen. Wir müssen den Wald weiter erkunden. Meine Schwester muss hier irgendwo sein. Mhm. Damit könnte ich das hier wegmachen. Okay, außer diesen großen Haufen. Hier komischerweise nicht. Nichts, was ich nutzen könnte. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Sieh nur, da ist Elsa. Aber sie ist auf der anderen Seite dieses reißenden Flusses und die Brücke ist komplett überflutet. Hast du irgendeinen Ratschlag? Ich sehe den Wassergeist hier nirgendwo. Moment mal, der Fluss tobt, aber der Teich da drüben, der ist vollkommen ruhig. Wow. Lass uns der Sache auf den Grund gehen. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? Mhm. Hallo. Ich glaube, da unten leuchtet etwas. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, es herauszufinden. Moment, hast du tatsächlich eine magische Angelrute oder war das ein Witz? Ich habe tatsächlich eine magische Angelrute. Na dann, angel mal los. Wir müssen sehen, was auf dem Grund dieses Teichs glüht. Okay, es war tatsächlich die richtige Idee, die ich hatte. Es war nur zu früh. Ein Ring. Anders Verlobungsring. Was macht der Verlobungsring? Hallo. Mein Verlobungsring? Was macht der denn hier? Oh, er muss in den Teich gefallen sein, als ich vorhin nach Elsa gesucht habe. Mein Ring gehört nicht in diese Gewässer.
das Metall und der Stein in dem Zauberwald nicht heimisch. Das war sicher der Grund, weswegen der Wassergeist aufgebracht war. Und sieh nur, jetzt wo wir meinen Ring entfernt haben, ist das Wasser ruhig. Die Brücke ist nicht mehr überflutet. Der Wind bläst allerdings immer noch ziemlich stark. Da wir jetzt meine Schwester gefunden haben, können wir gemeinsam versuchen, den Windgeist zu beruhigen. Ich kann es kaum erwarten, Elsa kennenzulernen. Nach allem, was du für mich getan hast, weiß ich, dass ich dich auch kennenlernen möchte. Lass uns mit dir reden. Hi. Hallo, du. Das sind tatsächlich okay, Nerst. Hallo, Daria. Meine Schwester hat mir erzählt, dass du ihr geholfen hast. Wann hat sie dir das erzählt? Wir sind gerade über die Brücke. Okay. Dir geholfen hast, sicher durch den Wald zu kommen und die anderen Naturgeister zu beruhigen. Ich kann dir nicht genug danken. Keine Ursache. Ich helfe Leuten immer gern. Das ist sehr nett von dir. Glaubst du, dass du mir bei einer letzten Sache helfen konntest? Ich habe versucht, Geld im Windgeist zu beruhigen. Normalerweise ist er sehr verspielt, aber als der Wassergeist wütend wurde, bekam Gail Angst. Ich weiß, dass Gail mir vertraut, aber er ist so aufgebracht, dass ich nicht sicher bin, ob ich richtig hören kann. Ich habe eine Idee. Wir sollten Windspiel in die Bäume hängen, damit dieser Naturgeist Spaß haben kann. Gail amüsiert sich gerne und spielt gern Streiche. Weißt du, Windspiele können klappen. Ich werde weiter versuchen, Gail zu beruhigen, während du die Windspiele herstellst. Ich brauche Weichholz für die Struktur und die Rohre, einige Eisenbarren für den Schlagbolzen und ich brauche etwas, um alles zusammenzuhalten. Hier, nimm diese Schnur, die ich gefunden habe. Gail hat sie vorhin herumgeworfen. Vielleicht kannst du damit alles zusammenbauen. Danke, ich komme bald mit dem Windspielen zurück. Können wir bald wieder plaudern. Ja. Okay. Ich würde es... Ah, gut, ich darf, ich muss nicht den ganzen Weg laufen. Das ist gut. Jetzt war die nächste Frage gewesen. Ob ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen muss. Weil ich finde, es dürfte kein Problem sein. Das haben wir jetzt zur Genüge. Eisenbarren. Na, erstmal das hier. Und das hier einmal, damit ich hier drin auch Musik habe in diesem Raum. So, ich brauche noch mehr Windspiele. Ich habe nicht genug Weichholz. Saft. Das sollte jetzt aber reichen.
kommt wieder zurück, Marsch. Von 17. Die beiden fehlen auf jeden Fall noch. Und sie werde ich wahrscheinlich durch die Quest kriegen. Dann haben wir beides. Erstmal alle. Ich will gar nicht schon alle haben. Verschiedene Bomben, ist das? Nee, jetzt muss ich trotzdem zurücklatschen. Okay, hier komme ich tatsächlich gar nicht durch. Also den langen Weg drumherum. Danke, dass du mir geholfen hast, Geld zu beruhigen. Die Naturgeister sind wieder in Harmonie. Der Zauberwald ist wieder im Gleichgewicht. Klingt, als wäre deine Arbeit hier getan. Möchtest du mein Dorf besuchen? Auch da möchte ich für Gleichgewicht sorgen. Ich würde gerne dein Dorf besuchen, aber fürs Erste ist mein Platz hier im Zauberwald. Ich muss aufpassen, dass nichts anderes schief geht. Aber nach allem, bei dem du geholfen hast, bin ich ziemlich neugierig, woher du kommst. Ich verspreche eines Tages, dein Dorf zu besuchen. Weißt du? No, sie will nicht mit uns mit. Aber Anna vielleicht. Möchte Elsa bei mir im Dorf haben? Huch, da muss ich nicht lang. Wow, alles wirkt ruhig. Vielen Dank für deine Hilfe. Auf Elsa und mich erwartet natürlich immer ein neues Abenteuer um die Ecke. Frage mich, was es diesmal sein wird. Nun, ich komme von einem Ort namens Dreamlight Valley und... ich glaube, dass es dir wirklich gefallen wird. Erzähl mir mehr darüber. Es gibt einen Strand mit warmem Wasser. Warmes Wasser am Meer? Das klingt fantastisch. Das Wasser um Arendelle ist auch im Sommer sehr kalt. Mehr brauche ich nicht zu wissen, Eldaria. Nach allem, was du für mich getan hast, kann ich es kaum erwarten, zu sehen, woher du kommst. Ich folge dir. Vielen Dank. Ja, und du siehst deinen Verlobten wieder. Was? Rückkehr in Dreamlight Valley. Also Anna, willkommen. Muss ich hier nicht erst noch ein Haus bauen? Oder lebt sie automatisch dann in dem anderen Haus da? Hallo? Oh, na, das ist ja ein tolles Bild! Oh wow, dieser Ort ist so anders als Arendelle. Und doch fühlt er sich seltsam vertraut an. Moment, ich war schon einmal hier, oder?
Vor dem Vergessen. Natürlich, jetzt erinnere ich mich. Vielen Dank, dass du mich hierher gebracht hast. Wir sehen uns bald, aber jetzt muss ich erstmal Christoph finden. Danke, Aidaya. Ich kann es kaum erwarten, Christoph wiederzusehen. Und dann Level 2. Yay. Noch ein Foto. Okay. Jetzt ist auch Anna hier. Oh mein Gott, ich möchte das Kleid haben. Bei ihm gibt's einen Schlitten. Ui. So, bei ihr sieht man's nicht. Bei ihm gibt's einen Brunnen. Bei ihm die Mütze. Also bei ihm, die Mütze habe ich ja schon. Gut. Ja, die möchte ich auch unbedingt bei mir im Dorf haben, ey. Edel lila Schuhe. Das ist ein göttlicher Löwenwitz. Ja, gut, das ist logisch. Nicht mit Disney bezogen. 60 von 264. Okay. Bitte schon. Nee, König der Löwenmöbel habe ich noch nicht. Achso, was ich nachgucken wollte. Was braucht sie denn? Risotto mit Fleisch. Rote Kapuzinerkresse. Also nichts, was ich gerade habe. Risotto mit Fisch. Okay. Achso. Und Aufgaben. Die beiden haben neue Aufträge. Die alle nicht. Mache ich das hier erstmal? Nee, wir machen erstmal Maui. Er ist aber noch nicht hier, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich brauche nur noch zwei Gebiete. Drei. Drei Gebiete sonst. So, war ja da, war da. Maui. Hallo, Maui. Du bist hier. Gut, wir müssen weiter. Damit ich das richtig verstehe. Bayana hat mich verlassen. Sie ist einfach gegangen, um in irgendein Dorf zu gehen. Du kannst auch kommen. Klar, glaubst du, ich folge Bayana einfach so hinterher, wie dieses Huhn es getan hat? Das glaube ich nicht. Wenn ich wen interessiert das schon? Ich bin hungrig. Das Essen in meinem Dorf ist fantastisch. Eines Halbgottes würdig. Das werde ich selbst beurteilen. Du willst, dass ich in dein Dorf gehe? Bring mir etwas zu essen. Mal sehen, ob es meinen hohen Ansprüchen gerecht wird. Okay, ich bin raus. Komm, Maui. Gerichte, die mindestens mit 3 Sternen bewertet sind. Ach du Scheiße. Habe ich so viele Gerichte? Gehe mal von aus, es müssen unterschiedliche sein. Apropos.
12.000. 3.000. Wohnzimmer. Muss ich da nochmal einräumen? Also, gegrilltes Gemüse ist mit 3 Sternen. Einmal. Okay, dafür habe ich nicht alles. Paprika-Gebäck. Oh, Eier und Käse fehlen mir. Soufflé habe ich auch nicht alles. Käse fehlt mir immer noch. Ein deftiger Salat. Den kann ich automatisch auffüllen. Damit hätte ich 2 Gerichte. Da fehlt mir immer noch die Milch für. Okay, da fehlt mir der Fisch für. Okay, ich muss einmal zu Remy. Ich muss einmal zu Remy. Hier werde ich einmal kurz ein bisschen umdekorieren. Das kann da ruhig bleiben. Tapeten. Oh mein Gott. Okay. Böden. Nee. Wand. Himmeltür. Alles. So, das kommt dahin. Achso, doch, da ist der Kamin. Huch. Dann kann das andere Sofa doch in einem anderen Raum bleiben. Bücherstapel.